So, das erste Thema, was ich mit euch machen möchte, ist die Lieblingsparfums in meiner Sammlung. Ich stehe hier gerade am Regal, wo meine Parfums sind. Und ja, und wir beginnen mal. Ich habe nur drei Parfums, die ich sehr oft verwende und auch sehr gerne mag. Und zwar fangen wir mal an. Hier habe ich zum Beispiel mein Heidi Klum Shine. Das habe ich von einem guten Freund zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Und das sieht zwar nicht so aus, aber ich habe da viel mit rumgesprüht. Ich habe die sinnlichsten Stellen eingesprüht. Ich habe es auch mal auf schicke Klamotten und so draufgesprüht, als weiß ich nicht wieso. Es riecht sehr lecker, es riecht sehr, sehr glamourös, sehr blumig. Ich kann nicht so gut beschreiben, aber ich würde es mir so denken, dass es so riecht. Und ich liebe diesen Duft und ich fand dieses Design sehr, sehr schön. Und ja, ich liebe manchmal solche Promi-Parfums, die rauskommen. Also ich habe nicht ganz viele Parfums aus prominenten Specials, aber ich habe das sehr, sehr gerne. Dann habe ich noch mal ein kleines Fläschchen, das ist sehr, sehr aufgebraucht, wie ihr seht. Das ist Puma Flowing. Und wie der Name schon sagt, der riecht nach Blumen, Frühling, feminin, sehr lecker und ich liebe ihn. Sehr, sehr gut. Dann habe ich hier noch eine dritte Flasche, das ist Davidoff Cool Water Woman Freeze Me. Das habe ich aus dem Urlaub gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen kann, aber ich glaube, ich sag's mal. Also ich kann empfehlen, die Stadt Calamior in Richtung Spanien, Mallorca da irgendwo in der Nähe. Ich liebe diese Stadt, die war so schön. Wir waren an einem Hotel, in einem Hotel drin. Das war sehr groß, sehr, ja, sehr schön. Und es lag so an der Promenade und in der Nähe war der Strand und kann ich richtig, richtig gut empfehlen. Und ja, das ist der Davidoff Cool Water Woman Freeze Me. Das habe ich gekauft kurz bevor wir gefahren sind. Das heißt, einen Tag, also den vorletzten Tag waren wir ein bisschen shoppen, meine Schwester und ich. Und ja, das ist wie gesagt der Davidoff Cool Water Freeze Me. Der riecht nach Urlaub, nach Strand, nach Frische, nach Meer. Also richtig, richtig gut. Mich hat auch dieses Design auch schon angesprochen. Also richtig gut. Ich weiß gar nicht, wie der hier im Originalpreis kostet, aber dort meine ich, hätte ich zwischen 10 und 20 Euro bezahlt. Also, das war richtig günstig, ehrlich gesagt. Ja, das war der erste und jetzt kommt der zweite. Kommen wir jetzt zu meinem Lieblingspinsel. Ich habe mich hier in meiner Schminkecke zurückgezogen. Es wird wahrscheinlich so sein, dass ich öfter hier in dieser Ecke greife, weil ich sehr viele All-Time-Favoriten habe. Und ja, dann wollen wir mal auch direkt anfangen. Ich habe jetzt meine Lieblingspinsel als Thema. Das ist meine Pinsel Box. Ich finde die total cool. Da passen sehr viele Pinsel rein, aber ich glaube, wenn ich noch einen Pinsel kaufe, klappt das nicht mehr. Meine Lieblingspinsel sind zum einen das Art Deco Stinktierpinsel, weil damit kann ich sehr, sehr gut mattierendes Puder auftragen. Sehr, sehr schön, weil die auch sehr, sehr weich ist. Mein Lieblingspinsel, was auch neu in meiner Sammlung ist, ist mein Stippling Brush für Foundation, weil er auch eine sehr schöne Stabilität hat. Dann habe ich einmal einen Art Deco Blushpinsel, der ist sehr schön, weil er sehr schön hauchfein das
Flasch verteilt. Dann habe ich hier noch mein Essence Blender Brush. Der ist ganz gut. Mein Lidschattenpinsel von For Your Beauty. Weil er sehr flauschig ist und schön großflächig die Lidschatten verteilt. Und dann habe ich noch auch ein ganz neues. Das ist der schräge Lidschattenpinsel, um Schattierungen schön fest, in die Lidfalte, an die Ecke verblendet schon direkt. Also Multitasking. Und was habe ich hier noch? Sonst habe ich hier nichts mehr. Ah ja, doch. Und einmal hier meine Wimpernzange, die ich ab und an verwende. Und dann als Highlight in meiner Pinselsammlung ist mein Kabuki-Pinsel von Barbara Hofmann. Der ist sehr schön groß. Man kann sehr großflächig damit Gesicht und Körper damit einpudern. Und sehr weich und ich liebe ihn. Ja, das war's. Und weiter geht's. So, nächstes Thema sind meine geliebten Lidschatten, Blushes und Puder. Und ich habe die Paletten hier. Das geht ganz flux. Schauen wir mal. Ja, hier sind meine Puder. Da ist einmal das mattierende Essence Matte Fine Compact Puder in der Farbe 04 Perfect Beige. Ich habe das ja hier drauf geschrieben. Ja, finde ich ganz gut, damit man sehen kann, was da so alles drin ist. Damit man nicht alles doppelt und dreifach kauft. Dann habe ich noch ein Bronzing Puder. Das ist ein Essence Bronzing Compact Powder Matte in der Farbe Love to be Matte. Das finde ich ganz gut. Die sind sehr samtig. Man kann das sehr gut an den Stellen verteilen, die man haben möchte. Beziehungsweise beim Bronzing schön konturieren. So, ja. Ja. Dann haben wir hier meine Blushes. Ich habe nicht alle ausprobiert, weil ich ja zwei neu habe. Die habe ich noch nicht im Einsatz gehabt, aber ich finde die Farben trotz allem sehr schön. Ich habe einmal das Multi-Color Blush in der Farbe Strawberry Frappuccino. Das sind diese verschiedenen Farben. Dann habe ich einmal die Farbe Rolls Royce von Catrice. Also das hier oben ist alles von Catrice. Dann habe ich... hier ist das Apropos Apricot. Das trage ich ganz gerne. Also die beiden Farben, die kleineren und der große, die trage ich ganz gerne. Und dann habe ich hier noch diesen Essence Baby Doll, heißt der. Ja, Silky Touch Blush. Die sind eine sehr gut von der Farbe, von der Pigmentierung. Bei dem hier, bei diesen... ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich habe das zwar mal getragen, aber nicht so oft. Aber trotzdem können alle meine Lieblinge sein. Aber das, was ich am meisten getragen habe, zeige ich jetzt in einem All-Time. Zum Beispiel hier dieses Love and Peach. Oder das Think Pink. Die sind sehr, sehr hoch pigmentiert. Da muss man sehr schön aufpassen, dass man nicht zu viel auf den Flaschpinsel drauf dippt. Aber ich finde... auf eine Lippe gekriegt. Sorry. Auf der, die sind alle sehr, sehr schön, aber ich liebe die, die ich euch gezeigt habe, viel, viel mehr. Weil die auch so eine Natürlichkeit auch geben. Dann haben wir hier noch die Lidschatten. Obwohl die M&Y-Lidschatten nicht vorhanden sind, trage ich trotz allem ganz gerne die lila Töne. Das brauche ich aber jetzt nicht die Nummern sagen, weil das ist eh nichts. Aber es gibt ja verschiedene Lidschattenfirmen, die auch solche ähnlichen Farben haben. Dann trage ich ganz gerne die Blautöne hier, die drei.
Dann trage ich ganz gern ein Gold und ein Bronzeton ganz gerne. Und natürlich Weiß. Weiß muss immer dabei sein. Dann haben wir hier unten die ganzen Catrice-Lidschatten. Die trage ich auch ganz, ganz gerne. Alle sogar. Am meisten habe ich ganz gerne getragen den Camon Chameleon. Dann habe ich am meisten getragen den. Moment, das war der. Jetzt bin ich ganz. Ah, hier, my first Copperware. Party. Oops, you did it again. Heidi Plump. Habe ich auch ganz gern getragen im Winter und im März. Dann trage ich ganz gerne das zarte Rosa. Das ist Mary's Baby. Rosemary's Baby. Und einmal Golden Evergreen. Trage ich ganz gern. Ja, das am meisten habe ich ganz gerne getragen. Ja, das waren meine Lieblingslidschatten, meine Lieblingspuder. Und sonst noch irgendwie noch was vergessen gehabt? Nee, habe ich nicht. Also, nächste Runde geht weiter. Ja, meine Lieben, ich habe gerade gemerkt, dass ich beim letzten Thema mein Zeitlimit überschritten habe. Ich werde dieses Thema nochmal neu aufgreifen in dem nächsten Teil. Ich hoffe, das wird euch nicht stören, dass ich nur drei Themen, glaube ich, in dem Video mit reingeschnitten habe schon. Ich habe ja mich versucht, kurz zu fassen. Und ich hoffe, das stört euch nicht, dass ich mehrere Teile hintereinander drehe. Hauptsache, die Serien sind einigermaßen gut geworden für euch. Und ich hoffe, das wird euch weiterhin so gefallen. Und ja, das wollte ich euch nun loswerden. Ich freue mich auf Feedback. Und ja, sehen wir uns nachher nochmal. Oder ich werde das dann morgen nochmal neu drehen, egal welche Uhrzeit ich habe. Also wundert euch nicht, ob es hell wird oder dunkel, also von den Lichtverhältnissen. Und ja, ich wünsche euch was. Einen lieben Gruß an alle und wir sehen uns. Tschüss. Bye bye. Ciao.